und Uppercut und weiß, was weiß ich. Noch jemand ohne Fahrschein? Na, ah, eine 25er. Ist jetzt nicht praktisch. Naja. Stufenaufstieg. Sehr schön. Na, dann haben wir jetzt den nächsten Kampfpanzer. Na! Gut, dann haben wir jetzt maximale Energie rausgeholt. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Free, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Charakterbiografie freigeschaltet. Oracle. Barbara Gordon, Informationshändlerin. Oh, 6,50. Oh, ja, ja, 6,50. Oh, ja. 1,80, 57 Kilo. Hat ja leichtes Untergewicht, ne? Also dezent leicht. Was haben wir denn hier? Erstklassige Fähigkeiten, Umgang mit Computern und beim Hacken. Weitläufiges Hauptquartier im Uhrturm von Gotham City. Eidetisches Gedächtnis. Was ist denn ein eidetisches Gedächtnis? Ich kenne nur ein fotografisches Gedächtnis. Kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Ist das eidetisches oder spreche ich das jetzt nur falsch aus? Gotham City's Police Commissioner James Gordon hatte seiner Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. Als all das fand ein Ende, als der Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an einen Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht dem Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zur Seite und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft, mit einem steten Fluss von Informationen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie kommen wir denn jetzt weiter? Moment, wollen wir eben gucken. Die sind alle zu, die Türen. Boah, wie, also hier kam ich jetzt auch nicht weiter. Ich weiß, ich musste irgendwas jetzt hier machen. Na, komm. Der ist verstorben. Da komme ich nicht weiter. wo war das denn jetzt nochmal? Irgendwo musste ich... Ach, da sehe ich es schon. Ich wollte sagen, irgendwo war ein Knöpfchen. So. Dann luren wir mal, was wir hier so schönes haben, ne? Jurassisch. Einmal aufwärts bitte. Einmal hier lang. So, und bumm. Riddler-Trophäe sichern. Rausgehen. Aufzug wieder runterholen. Zack. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Genau. Dann muss ich jetzt einmal hier hin. Achso, es gibt ja noch einen Erfolg. Nee, ich weiß gar nicht, ist das ein Erfolg oder eine, zumindest eine Riddle-Herausforderung. Ah! So. Ja, wollte ich gar nicht. So, dann flieg mal. So, bremsen, ums Eck rum. So, jetzt muss ich gucken können. Hier muss ich rein. Und da muss ich drauf. Ah, klemmt natürlich, super. Wo bin ich? Hier. Ah, Dankeschön.
So, was kann ich jetzt hier holen? Eine Trophäe. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Habe ich ja schon viele Trophäen freigeschaltet. Ach Quatsch, nicht viele Trophäen freigeschaltet. Ich habe schon einige... War, ich glaube, doch relativ... relativ viel, will ich jetzt auch nicht sagen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel ich schon freigeschaltet... wie viele Trophäen ich schon habe. Aufwärts! So, einmal rauf. So, zieh! Wonder City, da kommen wir auch noch hin. Spoiler. Ja, Alex spielt für Day of Defeat. Ich weiß gar nicht, ob er mit seinem Bruder spielt. Das ist auch egal. Bombs. So, meine Herren. Strom brauche ich jetzt nicht mehr. Dann kann ich die jetzt abschalten. Mit urzeitlich. So. Guten Tag, die Herren. Ach, jetzt weiß ich schon, welches Rätsel das ist. Ah. So. Bums. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Eisberg-Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Was hat Pinguin da im Hals eigentlich? Genieß dein Bulleneis. Vielleicht können wir das die Mediziner unter euch verraten. Hier, drüben, bitte. Mhm. So, hoppala. Bitte. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Hier, drüben, bitte. Boah, wie ging der nochmal das langsam gehen? Hilf mir. So. Auf geht's, Herr Kollege, sind wir gerettet. Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Was war das? Nein, Antivir! Mal eben gucken, ob die Aufnahme jetzt unterbrochen ist. Ja, natürlich. Okay. Kurzer Schnitt.